mein Name ist Jana Druckenmüller. Ich bin seit 7 Jahren Vollzeithebamme hier im Krankenhaus in Bietigheim. Also zum einen gibt es natürlich das Angebot, dass jede Schwangere, die sich für eine Geburt hier interessiert, in die Hebammensprechstunde kommen kann. Und zwar gibt es 2 unterschiedliche Sprechstunden. Zum einen die Anmeldung zur Geburt, wo jede Frau einfach ihre Wünsche bezüglich der Geburt äußern kann, wo die Krankengeschichte erhoben wird, vielleicht über vorangegangene Schwangerschaften und Geburten gesprochen wird. 35 Minuten, einmaliger Termin. Und zum anderen gibt es die Anmeldungssprechstunde für den hebammengeleiteten Kreißsaal. Wir haben hier den hebammengeleiteten Kreißsaal. Das bedeutet, Frauen werden angesprochen, die sich für eine natürliche Geburt interessieren. Und natürlich meint in dem Fall auch ohne den Einsatz von Schmerzmitteln oder Wehenmitteln, irgendwelchen stark wirksamen Medikamenten. Also so wirklich natürlich auch ein Eigenengagement der Frau. Das braucht man da natürlich. Brauche ich die Sicherheit einer Kinderklinik? Kriege ich ein Frühchen, Zwillinge oder gibt es irgendeinen Grund, ein niedriges Geburtsgewicht oder eine Erkrankung der Mutter, warum ich sage, ich brauche ein Perinatalzentrum? Oder bekomme ich ein gesundes Kind, ein reifes Kind und mir ist eher so die heimelige Atmosphäre wichtig, dann gehe ich vielleicht eher nach Bietigheim. Atmosphäre ist unheimlich wichtig, auch wenn das gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Und für einen guten Geburtsverlauf ist es wichtig, dass sich die Frauen wohlfühlen. Und das ist das, was wir versuchen zurückzuholen. Dass wir trotzdem die technischen Sachen im Hintergrund haben, aber die Atmosphäre diesen tranceähnlichen Zustand zulässt. Wir haben hier eine Elternschule, die ganz, ganz viel umfasst. Also es gibt Elternkurse. Ich arbeite jetzt vor allem in der Geburtsvorbereitung und das ist natürlich auch immer ein Thema in der Geburtsvorbereitung. Hey Frauen, ihr kriegt die Kinder und keiner kann es euch abnehmen. Und da braucht es ganz, ganz viel Eigeninitiative. Wir sind fast, also wirklich die Hälfte, mindestens in der Akupunktur und fast das ganze Team in Homöopathie weitergebildet, sodass, was natürlich auch dazu passt, wir wollen hier die natürliche Geburt unterstützen. Wir haben viele alternativmedizinische Zusatzausbildungen. Auch unsere Ärzte unterstützen das total. Denen ist wichtig, die Kaiserschnittrate zu senken, die natürliche Geburt zu stärken, die Frauen zu stärken, deren Ressourcen zu nutzen. Und das ist wunderbar.